Herzlich willkommen zur 6. Folge der FC Challenge. Heute wieder mit mir, ich als Moderator und Spielleiter. Und heute haben wir uns auch wieder zwei super Gäste ausgedacht, beziehungsweise ausgesucht. Der eine steht fest, unser amtierender FC Challenge Champion Dominik Salomon. Hey Dom, hi. Aus unserer Volleyballabteilung, zweite Bundesliga Spielter, Diagonalangreifer. Größten Schwächen habe ich gelesen, ehrlich gesagt, auf eurer Website. Ich weiß gar nicht, dann kann ich alles aufzählen. Rücken, Knie, alles. Ich würde sagen Körper. Mal sehen, ob es heute zum Verhängnis wird. Du hast heute eine Herausforderung aus unserer Badminton-Abteilung. Frisch aufgestiegen mit der Badminton-Abteilung in die Bahnliga, sind jetzt auch aktuell in der Saison dabei. Er ist vor allem in der zweiten Mannschaft auf Position 1 gesetzt. Ambitioniert zum Aufsteigen. Und das machen sie ganz gut, denn sie sind Erster. Und hier ist er, Lukas Sturm. Schön, dass ihr heute bald da seid. Ich habe mir einige gute Spiele ausgedacht. Vorweg wollte ich noch mal kurz fragen, was hat dir dein Trainer mit in die Challenge mitgegeben? Wir haben natürlich im Vorfeld ausgiebige Videoanalysen gemacht. Ja. Besonders am Netzspiel haben wir noch gearbeitet, die letzten zwei Wochen. Auch am Smash noch ein bisschen. Und also ich bin zuversichtlich, dass es heute eine gute Challenge wird. Dann freue ich mich tierisch drauf. Und Dominik, du weißt ja, es könnte ein schirmisches Duell werden heute. was hast du dir Jahre mitgegeben, beziehungsweise wie bist du an die Sache herangegangen? Als Volleyballer weiß halt, der Aufwand korreliert mit dem Ertrag. Dementsprechend habe ich mich auch super gut vorbereitet und dann kann es eigentlich nur was werden. Ist doch klar. Dann kann es losgehen. Wir fangen an mit Spiel 1. Auf die Plätze, fertig, los! Schon erste Knoten. Das erste Spiel ist zu Ende. Ich würde sagen, das ist sauber aufgerollt, ab und aufgerollt. Dominik, damit führst du jetzt 1-0 nach dem ersten Spiel. Glückwunsch! Danke. Ja, Lukas, das war, müssen wir nochmal überlegen, wie wir das, das war besser können. Also da kann ich jetzt kein gutes Wort bei Dirk einlegen. Ja. genau, also steht jetzt 1-0 nach dem ersten Spiel. Und das zweite das Spiel gut. Lautet Pedalo Basketball. Auf die Plätze, fertig, los! Jawohl. Ja, du siehst doch nicht, was das für eine Qualität vom Deck ist hier. Das scheint weiter normalerweise zu sein.
komplett Ahnung. Ah, fuck! Auf Kette, fertig, los. Knifflig zum Schluss. Jetzt kommt das Entscheidungsspiel, das Stechspiel, Klackern, das hast du auch schon mal gespielt. Jo. Lukas, was hast du früher in deiner Kindheit gemacht? Ja. Was erinnert dich? Profi. Was für Erinnerungen verbindest du mit dem Gerät? Was für Erinnerungen ich mit dem Gerät bin, was meinst du, ob ich den blöden Ball hinterher gerannt bin, weil er irgendwo unter der Couch verschwunden ist? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals geschafft habe, aber ich gebe mein Bestes jetzt. Oh. Pam, 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 pam! Das klackert aber schon ganz schön hoch, gell? Ich? Oh! Ich fange mich rein. Jawohl! Also, das. Also die Challenge ist nun vorbei. Dominik, du hast im zweiten Versuch diesmal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, du bist wieder, nicht neuer, aber du bist immer noch weiterhin FD Challenge Champion. Du wirst auch in der siebten FD Challenge Champion antreten und dir wieder einen Gegner heraussuchen. Lukas, du bist leider gescheitert heute. Hast ein super Match geleistet. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du Spaß mitgemacht hast. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir irgendwann mal wieder Badminton-Abteilung herausfordern, vielleicht bist du dann auch wieder dabei. Und vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.